Dann kommen wir jetzt mal zur Karotte. 1, 2. Zip. Zip. Und 2. Du, na, du und du. Jetzt haben wir ein Mini-Pferd. Ui. Ein Mini-Pferd. Ja, da beide gleich, blöderweise die gleiche Farbe haben, kommt da wieder sowas raus. Ist einfach so. Wir haben jetzt ein Mini-Pferd. Sehr schön. Und ein Popel. Den holen wir uns natürlich noch. So. Du kommst von der Weide runter. Obwohl, eigentlich kann ich dich auch immer hier stehen lassen. Ist ja auch Banane. Ob du jetzt auf der Weide stehst oder ob du woanders stehst. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere erste Pferdezucht eröffnet. So. Dann kommen die da oben erstmal rein, dann ist gut. Wir brauchen Betten, habe ich gesagt. Wir brauchen Betten. Wir machen das Ganze mal so. Wenn zu viel ist, macht auch nichts. Da kommt ein Bett hin. Da kommt ein Bett hin. Kommt erstmal wieder eingepackt. Achso, die Tür können wir auch wieder zumachen. Hier kommt kein Bett rein. Hier kommt eins. Na, zwei Betten. Und ja, ein Bett zu viel. Macht nichts. Wird das hinten Doppelzimmer halt. Hier müssen die Kids halt zu zweit drin pennen. Passiert mal, ne? Passiert. Dazu brauchen wir natürlich noch ein Nachtschränkchen. Da noch rein. So haben wir jetzt hier so zwei Kids drin. Wer immer hier drin wurde schon älter. Moment mal, der Raum drüben ist größer. Natürlich pennt dann Penny dann hier drin zusammen. Ja, der Raum ist größer. Ja, das ist angenehmer. Perfekt. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Bilder. Oh, la 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 la. Lal. Gut. Bilder. Tja, nee. Auch nee. Auch nee. Auch nee. Nein. Nein. Gibt's auch schöne Bilder? Lassen wir das. Egal, auf den Bildern sieht man nichts. Muss man wieder anders Texture Pack nutzen. Oh, passt schon irgendwie. Ah, oh, nee. Ja, besser. So. Ja, da passt auch ein Bildchen, das ist gut. Machen wir hier nochmal einen ganzen Arsch voll. So, dann können wir das Holz hier auch aufbrauchen. Und die auch nochmal. Und die auch nochmal. 17 Bilder können wir aufhängen. In die Küche passt natürlich auch ein Bild rein. Das ist. Nee, das gefällt mir da nicht. Hinter uns scheint irgendwo eine Höhle zu sein. Es ist dunkel draußen. Wir haben genug Betten. Also ab. Hui.
Gute Nacht. Ja. So. Nee. Auch nicht. 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 Alter. Hallo, 2 hoch, nicht 4. Kann ich jetzt Bilder vielleicht aufsammeln? Das gibt's doch gar nicht. Ja, perfekt. Ja, das wäre schön, wenn das mal ein schönes Bild gewesen wäre. Nee, auch nicht, auch nicht. Ja, kann man machen. Ach komm. Ja, beinahe. Ja, sieht ganz gut aus. Ja. Machen wir eine Fackel drüber. Ja. Gefällt mir auch. Auf jeden Fall haben wir irgendwelche Einrichtungen drin. Nee. Wir wollen es ja nicht übertreiben hier mit den Bildern. Ja. Nee. Ja. Auch. Nein, nein, nein. Nein? Ja. Oh, wieso eigentlich nicht? Ach, jetzt egal. Jetzt bleibt das hängen. Hier. Jau. Nee, eigentlich nicht. Auch nicht. Zwei bereit, Junge. Nicht 2x2, sondern 1x2, bitte. Aber andere Richtung, andere Ausrichtung. Och man. Ja, aber nicht da. Och man. Ja, perfekt. So, haben wir ein bisschen Einrichtung hier. Brauchen wir noch eine Fackel. Machen wir aber höher. Machen wir allgemein ein bisschen höher hier. Tja, das sieht doch schon mal so ganz gut aus, ne? So, ein Kleiderschrank, wüsste ich jetzt nicht, wie man sowas bauen könnte. Was lassen wir deswegen auch? Was wollte ich jetzt bauen? Ich wollte gerade was bauen. Achso, genau. So, erst einmal, ich bräuchte nämlich nochmal 4 Truhen. Ein bisschen eng, ne? Ah, das sieht nicht aus. Machen wir da und da eine Truhe hin. Die kommt weg. Machen wir da auch noch eine Truhe hin, dann passt das. Oder so. Brauchen wir hier drin noch was? Nein. Da und da kommt auch noch eine Fackel hin. Machen wir da auch noch eine Fackel hin, dann passt das. So, hier sind wir durch. Tische. Jetzt bräuchte ich die orange Wolle oder die braune Wolle. Mit Wolle sieht das nicht besser aus. Machen wir da und da mal was hin. Na, geht schon durch die Tür. Die kriegen da was hin. Ja. Ja.
Ne, das weg. Genau. Dann kann man hier. Ja, das kann man auch. Sind da zwei Abstände? Ja, sind zwei Abstände. Wunderbar. Hier in der Mitte lässt man ein bisschen offen. Passt. Genau, jetzt bräuchte ich Treppen. Eins, zwei. Ah, egal. Eins, zwei, drei, vier. Ja, sieht ganz irgendwas. Ah, ja, lass mal so. Man kann es ja leider nicht so schön mittig einrücken. Oh, machen wir so. Das verbraucht ein bisschen mehr viel Platz für meinen Geschmack. Es geht leider nicht besser. Egal. Lassen wir erst einmal so. Dann brauche ich wieder Stöcker. Machen wir die. Das ist gut. Gut. Ja, die brauche ich ja auch noch Stühle. Da war ja was. Perfekt. Zack. 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 Eins. Ah, ohne D. Na. Du kommst wieder weg. So. Das ist in Ordnung. Das wird auch alles gut aussehen, hoffe ich jedenfalls mal. Puh, was ich jetzt da in die Ecke mache, weiß ich noch nicht. Könnte man erstmal machen. Hier habe ich keinen Tisch drin. Nö. Kommt auch keiner rein. Gut. Wolle brauche ich noch, brauche ich noch, brauche ich noch. Nein, brauche ich nicht mehr. Gut. Jetzt brauche ich noch die braune bzw. orange Wolle. Ich glaube, braune Wolle nehme ich. Hey, schon gewachsen. Herrlich. Ja. Und ab zurück nach Trondheim. So, wir brauchen auf jeden Fall noch andere Wolle. Und dann, ja, würde ich mal sagen. Wird es dann auch so langsam Zeit für ein Aufnahmepäuschen wieder? Ja, glaube ich jetzt mal so ähnlich. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt orange Wolle oder braune Wolle. Ich nehme beides mit. Ansonsten ernte ich oben noch ein bisschen was ab. Halt, Wolle. Weiße Wolle nehmen wir mit. Orange haben wir gar nicht so viel. Braune Wolle haben wir noch einiges. Ja. Deswegen müssen wir das abernten. Autsch. So. Ich muss mal mit farbigem Glas arbeiten. Allein schon deswegen, was hinten ist. So, ach ne. Farbige Wolle. Pferd, ich komme gleich wieder.
Blaue Wolle, weiß ich nicht. Blauen Teppich braucht man nicht. Kurz noch weiße Wolle holen gehen und dann kurz schlafen gehen und dann noch mal kurz rüber reiten und dann langsam bereit machen für eine Aufnahmepause. Muss das nächste Mal das Dach gemacht werden. So. Kurz schlafen gehen und dann müssen wir das die Einrichtung ist dann auch soweit bald fertig. Dann in der nächsten Aufnahme das Dach machen. Aber erstmal gute Nacht. Guten Morgen. So. Pferd, wo bist du? Und hopp, und los geht's. So. Ja, mit Pferd ist es schon eine schöne Sache. Unbedingt hier, auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Passt rein. Kommt nichts raus? Nein. Super. Irgendwas drin, was nicht reingehört? So wie es aussieht, nicht. Alter, erschreck mich nicht so. Ist das Vieh wahrscheinlich hier direkt durchs Haus gewarpt. Wahrscheinlich. Egal. Braune Wolle. So. Hier haben wir Tische drin. Ja, sieht auf einiges schicker aus. Ja. Vor allem, weil es eine geschlossene Fläche gibt, sieht das um einiges schicker aus als die Trittstufen. Man kann jetzt überlegen, auch gelbe Wolle oder was anderes zu nehmen. So, wo hast du das hingelegt? Da. Ich könnte jetzt überlegen, wenn ich jetzt die orange Wolle nehme. Sieht das vielleicht so aus? Sieht auch nicht schlecht aus, oder? Nö. Kann man mal so lassen hier drin. Ein bisschen Farbabwechslung. So. Oh ne, das sieht nicht aus. Weiße Wolle. So. Alter. Erschreck mich hier nicht. Nee, das geht nicht. Schade. Hätte ich sagen können. Nee, aber klar. Geht ja nur auf Oberflächen. Nur sowas zum Beispiel. Ja. So. So, sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Ja. Ja, damit ist das hier schon viel wohnlicher. Definitiv. Ah, ne. Das ist zu wenig. Gut, wir hatten, glaube ich, sogar noch Holz hier, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Gut, den Rest des Hauses machen wir in der nächsten Aufnahme fertig. Wie Kamin und so weiter. Ja, genau. Ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause. Wir schauen uns das Ganze mal von außen an. Wie schon von außen sieht es noch unspektakulär aus. Aber es ist mal eins der wenigen Häuser, was ich mal eingerichtet habe. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe, ihr schaut mal an den Let's Plays. Wie muss das erstmal heißen? Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe auch, ihr schaut meine anderen Let's Plays oder jetzt auf meinem anderen Channel, Tentons Bastelecke, auch meine Vlogs und meine Tutorials, die es vielleicht so gibt. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und sage an dieser Stelle Tschüss!